Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir sind hier im Starlight Drive-In und haben im letzten Part noch schnell begonnen, hier einige Geschütztürmchen aufzustellen, und zwar da oben. Die könnt ihr wunderbarst runterballern und die werden noch ganz fix ein paar aufstellen, denn die hier hätten gerne einen Schutz von 100 und wir haben momentan 62. Das heißt, wir stellen noch ganz fix ein paar Dümchen auf, also ein paar Geschütztürmchen. Ich würde gleich mal sagen, da oben wird eines super hinpassen. Ich glaube, ich soll drauf gehen. Ich glaube, ich gehe mal rauf. So. Da. Da. Und da müssen wir auch schnell mit den Leuten hier sprechen. Ich würde sagen, da bauen wir noch ganz fix. Würde ich meinen. Hier vielleicht? Einmal. Wow, wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Super. Hier vielleicht ein... Ich hätte ihn mittig setzen können, ne? Ich depp. Vielleicht da hinten noch ein. So, wenn er geht. Wow. Und vielleicht da vorne, da haben wir zwar schon einen, aber vielleicht hier nochmal. Und vielleicht hier nochmal. So. Jetzt haben wir schon 94, jetzt wäre einer noch nicht schlecht, aber da fehlt mir jetzt leider ein bisschen Öl. Scheißendreck. Ist ja klar, ne? 5 Schutz produzierend, 8 Schutz produzierend, Baba. Weißt was? Da stellen wir den hin, so ein Lasergeschützi, und den verbinden wir einfach mit Strom. Das passt ja wunderprächtigst, würde ich sagen. Also so. Dann gehen wir da raus, dann machen wir so und so. Wow. Ah, und schon haben wir 102. Perfekt. Ja, bei passender Gelegenheit werden wir hier freilich auch weiter Häuschen bauen. Momentan haben wir nur 7 Betten. Das ist natürlich viel zu wenig, denn wir haben 14 Leute. Wir bräuchten nochmal so viele Betten. Aber ein einziges Bett werde ich noch schnell aufstellen, wenn es von den Ressourcen her passt. Und zwar das tun wir weg. Die Matratze, die Schirch, die tun wir weg. Und vielleicht geht sich hier ja ein Bettchen aus. Schauen wir gleich. Vielleicht haben wir Glück. Wo ist denn wieder so ein hübsches Dada? So wie die anderen alle haben. Nanu, es ist gerade schwarz. So. So vielleicht. Geht sich wahrscheinlich nicht aus, ne? Oder was gerade gelb? Nee, ne? Na. Das wäre auch zu schön gewesen. Hier unten wird es wahrscheinlich hier dafür. Aha, hier wird es ausgehen. Ja, ist das dann ein bisschen eng? Ich dachte mir nämlich, der Koch, ne? Dass der dann hier schlafen kann. Oder besser gesagt, der Typ, der das hier betreiben darf. Oder soll. Na, das passt nicht. Das ist schon verdammt eng. Na, Pech gehabt. Dann gibt es derweil nichts. Gut, Tagesplan für heute. Wir werden, denke ich mal, weiterhin den Siedlern noch ein bisschen helfen. Weil da gibt es ja ganz viele Siedlungen, die entdeckt werden wollen und ja, so weiter. Das. Wir haben gewonnen. Ihr Minutemen wisst echt, wie man kämpft. Wir werden nicht vergessen, was ihr für uns getan habt. Was? Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ja. Okay. Sehr gut. Das heißt, es hat irgendwie hingehauen. Verwundernswert, aber ja. Warte. Weißt, was schlau wäre? Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Nein, aber die nehme ich mal kurz mit. Da hinten, bei den Häuschen, habe ich ja überhaupt keinen Schutz eigentlich. Da wäre es schon kamott, da wäre es schon toll. Ja, wenn ich ins Haus reingehe, genau. Da wäre schon klasse, wenn ich da... Ich meine, es scheppert halt irrsinnig laut, aber...
Es wäre halt schon dienlich, wenn hier auch was wäre. Ich sollte ihn vielleicht drehen. So. So vielleicht. Dann können sie schon von der Weiten schießen, wenn da oben jemand ist. Ist, glaube ich, nicht so schlecht. Vielleicht den da auch noch. Weil wir haben mit dem Kerl hier. Und den stelle ich einfach da drüben hin, wo die... wo der Markt ist. Wo die Händler sind. Dass man dann quasi, dass dann hier irgendjemand so vielleicht vom Eck aus ballern kann. Wenn es geht. Wenn es geht. Wenn es geht, ja, ungefähr. Ja, so ungefähr. Bisschen drehen noch. So. Aha, das mag er wieder nicht, aber jetzt. So. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so verkehrt. Dann haben wir da drüben einen Ballermann. Da ein und da hinten im Eck. Ich hoffe, das reicht derweil fürs Erste. Was jetzt? Jetzt muss ich wieder aufhören. Ich muss aufhören, ich muss mich zwingen. Was? 6 Betten? Da waren doch vorher 7. Haben die jetzt ein Bett kaputt gemacht oder was? Hä? Schau, 6 Betten. Wo fehlt denn jetzt eins? Etwa wegen dem Kerl hier oder was? Dass der zu laut ist und das Bett jetzt niemand haben will, oder wie? Wie kann jetzt ein Bett fehlen? Stand da nicht 7? Bitte, wie geht denn das jetzt? 1, 2. 2 Betten hier. 3, glaube ich, dort. Ne? Oder habe ich hier auch 2? Wie geht denn das jetzt? 3, 4. Da hinten ist 1, sind 5er. Und hier 6er. Tatsächlich sind echt nur 6 Betten. Das ist hier Kacke. Naja, was soll's. Egal. So. Wir müssen jetzt wohin? Wieder zu Preston zurück? Ja. Also gut, dann gehen wir zu Preston zurück. Das wird mir jetzt gerade eh sehr passen. Dann können wir nämlich wieder unsere Powerrüstung ein bisschen reparieren. Die Füße haben was abbekommen. Ach ja, stimmt. Level 31. Das große Ziel, sage ich jetzt mal. Jetzt werden wir nämlich unsere Schusswaffen weiter aufwerten, aufbessern, verstärken mit dem Skillpünktchen. Und bevor ich das schon wieder vergessen tue, machen wir das auch gleich. Und zwar hier und da und hier. Das müsste sein. Yeah. Bitte annehmen. Jetzt hätten wir normalerweise noch 2 Skillpünkte. Oder habe ich die jetzt eigentlich schon mal vergeben? Was haben wir jetzt eigentlich? Ja, das passt. Warte. Ich wollte einmal Wissenschaft und einmal Schmied hatte ich vorgehabt zu machen. Wo ist jetzt schon wieder meine Wissenschaft? Da oben ist der Doktor. Der wäre auch nicht schlecht. Lokaler Führer, Wissenschaft. Da müsste doch noch was gehen, ne? Einmal Wissenschaft und einmal brauche ich schon den Schmied. Weil... Warte, oder war das... Nein, nur Wissenschaft. Nur Wissenschaft ist für die Powerrüstung, genau. Dann gehen wir hier mal 2 dazu. Wir kriegen eh bald wieder Level up. Genau. Das war für die Powerrüstung zum Skillen. Halt. Ich stecke fest. Ah, jetzt geht's. Puh, jetzt habe ich schon Angst gehabt. So, Preston. Schnuckiputz. Wo ist denn jetzt schon hin? Da unten. Irgendwie ja. Darüber. Hä? Was war denn das jetzt? Es ist auf einmal... Ja, egal. Hallo. Tja, das sind ein paar Gunner, die in nächster Zeit keine unserer Siedlungen mehr angreifen werden. Mhm. Wenn wir alle zusammenarbeiten, haben diese Typen keine Chance. Und? Bist du bereit für neue Arbeit? Die ja. Minutemen kommen nie zur Ruhe. Ich markiere es dir auf deiner Karte. Wir ja, das ist aber blöd dann. Brauchen. Also sieh mal, was du tun kannst. Jo. Und ich wollte noch ganz schnell reparieren gehen. Cool Problem beim Tempelsplatz. Okay.
Also, einmal herstellen. Eher reparieren. Also, da und so, da und so, und hier und so, la la, tra la, bam, ba, bam, dam, di, dam. Perfekt. Warte kurz. Ich wollte mich hier... ohne Extras, ne? Geht jetzt schon irgendwas? Weil wir so brav geskillt haben. Wir haben Wissenschaft 3. Kleber fehlt. Oh. Wer hätte das gedacht? Kleber fehlt schon wieder. Herrschaftszeiten. Das heißt, wir gehen ernten. Ich hätte mehr tun sollen. Ach, jetzt hör auf zu heulen. Scheint wirklich was zu werden. Ist gut, nicht heulen, alles klasse, passt alles, warst eh brav. Ja, motivieren die Leute. Arme Sau. Immer futtet mit der Kerl. Es sind schon so viele Tage hier. Jetzt hätte ich fast einen Valentine geerntet. Da. Ein paar Schrauben wahrscheinlich dann dafür. Haha. So, das ist auch noch ein bisschen was. Das. Na komm her. Komm her. Und du auch. Und Karötchen. Und da und hier und das und du und diese hier und noch mehr Mais und das und fertig, glaube ich. Jawohl, das müsste hoffentlich reichen. Reichen für den Kleber, lalila. Und rein in den Topf. So, verwertbares. Ist ja wieder klar, dass mir alles fehlt, ne? Einmal, zweimal, dreimal. Müsste passen. So. Ich verlasse dich. Station. Ich verlasse dich. Wir sind kein gutes Team mehr. Nein. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Jo. Hast du. Freu dich. Helm. Ja, schau mal, was gibt's denn jetzt eigentlich bei Extras? Zielerfassungshut. Hut. Ja. Markiert lebende Ziele. Erhöht die Intelligenz. Ja, bei mir hoffnungslos. Erhöht die VATS-Trefferchance. Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf dem auf dem Kompass markiert, genau. Erhöht die Wahrnehmung und Strahlungsfilter aus konsumiertem Wasser und konsumierter Nahrung. Ja, gerne. Und das haben wir hier. Da geht noch das hier. Erhöht die Stärke, das wäre ganz schön. Fügt Gegnern in der Nähe Energieschaden zu. Ah, das sind die Tesla-Spulen, okay. Blutreiniger. Reduziert die negativen Effekte von Camps. Beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Boah, das wäre auch nicht schlecht. Aber das wäre auch nicht schlecht. Da fehlt mir was. Rüstungsmeister. Logisch. Aber, ganz ehrlich, dann nehme ich das liebend gerne. Liebend gerne. Ja, ich brauche schon wieder ewig. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, wir sind jetzt eh fertig, ne? Schwiderkleber, der fehlt. Ja, toll. Ich habe jetzt eh keinen mehr. Wortwörtlich. Wird nicht besser, ne? Nein. Verlassen. Ja. Verlassen, bitte. Tschüss. Wurscht. Wir haben repariert. Wir haben schon mal ein bisschen was geskillt. Passt schon mal. Jetzt gehen wir weiter. Coole Tüte. Weg mit diesen Viechern. Jawohl. So, schön einsteigen. So. Ja. Erzähl ja. Aber nichts vor diesem Ort. Ich so kein Menschen was. Na, um Gottes Willen. Dann bleibt es eben nur die paar Hanseln, die ihr hier seid. Das ist kein Problem. Was, hier hin? Jawohl, hier hin. Gut, dann fahren wir. Fliegen wir hier hin. Fliegen, fahren, tun. Viel zu tun es gibt. Ich denke, den heutigen Part machen wir noch ein bisschen Siedler und so. Und ganz viel fest versprochen. Ich schreibe es mir sogar auf. Im nächsten Part gehen wir wieder schönere, also andere Quests machen. Als Abwechslung. Servus. Na, hoppla.
Hallo? Entschuldigung. Bin ich froh, dich zu sehen. Ja? Wir brauchen hier wirklich Hilfe. Komm zur Sache. Na, Minutemen. Die Minutemen sind immer bereit zu helfen. Worum geht's? Eine Gruppe wilder Ghule hat sich in der Nähe eingenistet und ein paar von ihnen machen jetzt die Gegend unsicher. Wenn noch mehr draußen rumlaufen, werden sie uns irgendwann überrennen. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert. Anwesend. Wird gemacht, Chef. Ich bin dran. Ist so gut wie erledigt. Ich bin froh, wenn ich sie endlich los bin. Tja, das glaube ich dir. Der ist wo? Da. Das heißt, aha, super. Echt, hättest du mir das nicht posten können? Für was habe ich einen Pip-Boy? Ja, das ist der kürzeste Weg. Dann auf zum Starlight Drive-In nochmal. Oh, welch Zufall. Bam, bam, badam. Bam, bam, badam. Wie gesagt, diese Siedleraufträge sind ja wirklich nicht schlecht. Man erkundet so nach und nach ganz praktisch und kamott die Gegend. Und wenn man dann die größeren Quests macht, braucht man nur mehr hinporten, ganz gemütlich. Und kann man die Sache erledigen. Mhm. So, grüß euch wieder mal. Und tschüss. So, gehen wir's an. Hurra! La 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 la. Freund oder Feind? Nichts dergleichen. Gut. Bis auf Hancock. Warte mal, Freund. Hey! Was soll ich tun? Bist du voll? Scheiße, er ist voll. Hey! Das habe ich komplett vergessen. Das ist mir auch gerade jetzt zufällig eingefallen. Warte, warte, warte. Das geht so nicht. Wir müssen das schnell ausklären. Scheißendreck. Puh, zum Glück habe ich noch ein bisschen gedacht. Nur ein bisschen, ganz wenig. Gerade mal so. Servus, Burschen, Mädels. Ja. Notfall. Komm her, Hancock. Bitte. Wo ist er denn jetzt? Hallo? Freund? Hancock? Beifuß. Sein braver Begleiter. Ja, komm. Feiner Hancock. Brav. Gib her das Zeug. Hey. Ich komm dir schön gegen. Was brauchst du? Alles. Bitte. Ja, natürlich kriegst du deinen Hut wieder. Ja, irgendwann muss ich mal den Kumpel hier wechseln. Ich wollte eigentlich nur die Sympathie mit ihm da erhöhen. Wert? Gut Freund werden. Oh Gott. Was hatte der denn mit, bitte? Bin ich schwerst überladen. So. Mal den gesamten Schrott weg. So ein Pech. Voll vergessen fast. Dann hätte ich mich wieder angeschaut im Dungeon, ne? Wenn er wieder voll wie ein Christbaum ist. Da, weg mit dem Klumper. Das auch. Das auch. Wie viel habe ich denn ihm bitte gegeben? Ah, Laser, Geschichtel, Sturmgewehr. Das tun wir auch mal weg. Der kommt weg. So, Kleidung. Weg, 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 weg. La 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 la. Und du auch. Weg, 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 weg. Hilfeleins. Das hier und die Karotte und das und der Wurz. Die Melonen. Die da. Das da. Die sind, glaube ich, gut. Redaway tun wir auch ja, tun wir 4 weg. Filet, das lasse ich auch mal. Dafür das Fleisch tue ich hier mal weg. Die tue ich weg, die tue ich weg. Puh, das dürfte jetzt schon wieder passen, ne? Ja, das passt nicht schlecht. So. Na, wieder falscher Knopf. Entschuldigung. Sorry für den ganzen Sauhaufen hier. Huch. So. So, jetzt aber. Ich ernte hier mit Absicht nicht. Das machen wir irgendwann mal später. Was ich auf jeden Fall mal machen muss, ist bei so einer Siedlergeschichte vielleicht einmal die ganzen Dingspflanzen mal zu ernten, die man so viel Kleber braucht. Oh. Wieder gerade scharf geschossen. Ich will nicht, dass scharf geschossen wird. Das kostet mir wieder haufenweise Zeit. Und ich habe ja schon den halben Bart verwurschtelt. Naja, was soll man machen? Hm. Noch
liegt ein... Aha. Raid-Plünderer. Na, den erwische ich so und so nicht wirklich. Nehmt die Autos, ist auch nicht so schlau. Ah, jetzt kann's was werden. Jawohl. Passt, der ist erledigt. So, hat noch jemand Wünsche? Schaut nicht so aus. Beep. Hör auf mit dem Beep. Wie ist denn der drauf gekommen? Wo bitte? Und warum und wieso? Ach, kein Bock auf den Depp. So. Daram, daram, dam, didel, dadel, dumm. So, sind wir schon hier? Passt das so? Dann entsperren wir mal. Bla 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 bla. Jawohl. Bla bli blub bla blub. So, eni meni mu. Das Wort, das ich suche, bist eventuell vielleicht du. Nein. Nope. Nein. Cool. Ja. Türfernsteuerung, genau. Türe öffnen, bitte. Öffnen, schließen. Gibt es dann zwei Türen? Jawohl. Türe offen. Perfekt. Oje, oje. Ein Ghoul, der... Ja, ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Was? Der ist schon mal erledigt. Na, Hancock, warte. Lass mich, lass mich, lass mich. Ich will auch mal. Rottel. Scheiße. Kackviech. Kackviech. Oh, der ist auch zum Looten. Kackviech, Kackviech. Oh, da ist nichts. Passt, dann gehen wir rein. Licht. Was? Ah, so. Aha, das, das sind doch diese, Railroad-Typen, ne? Da schau mal. Aha. Die Railroad-Typen. Ist ja auch nicht schlecht. Ich habe die Zeichen vergessen. Was für was stand? So, den Eimer. So, da la. Dam, dil, dal, dal, dum. Hallo? Tatsächlich, da ist ein Gulli. Ich schieße ihn gleich mal ins Fusi. So, uff. Mehr? Hallo? Vertrockneter wilder Ghoul. Das heißt, er liegt wahrscheinlich schon länger hier. Wilder Plünderer Ghoul. Aha. Den haben sie wunderbar auf dem Tisch platziert. Super, super. Ui, was haben wir denn da? Einen Fusionskern. Ja, den nehmen wir doch gerne mit. Hallo, Hancock. So, was haben wir da? Fleisch mit Bohnen. Köstlich. Lol, wo gehen wir zuerst hin? Da? Oder da? Wahrscheinlich da. Na, da nix, da geht's weiter. Dann zuerst da rauf. Da drüben geht es weiter, da gehen wir nicht hin. Komm schon, Ghoul, steh auf. Oder auch nicht. Ach schau, da tut sie was. Ach da. Alter! Au! Huch, Entschuldigung, Hancock. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Ha, ha, ja. Hi, ha, 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 la, la, la. Was haben wir hier? Zigaretten, ganz, ganz wichtig. Kühlschrank. Ui, eine Karotte. Ein Brotkasten. Kasten, Brot, Kasten, Brot. Was haben wir da? Oh, Kronkorkenvorrat. Super. Und hier drin? Nix. Was ist da? Tür. Ein Klo. Und er lebt halt wieder was. Schaut da! Hin ist er! Legendär? Alter, den habe ich einfach so umkaut. Cool. Also wir, also du verstehst schon, ne? Ihr, wirst du im Nahkampf getroffen?
wird alle 60 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Deichsel, das ist aber nicht schlecht. Okay, da ist mal keiner gestorben. So. Zuckerbomben auf dem Klo. Jawohl. Soll das bedeuten, diese Zuckerbomben sind leicht abführend? Ja, schlecht. Uah, Alter, du Sau. Ich wollte gerade... Da ist doch so ein Kerl. Noch viele Kerle. Bam, der ist hin. Na, stirb weg. Jawohl. Noch so eine Sau. Na komm. Ist jetzt Ruhe hier mal. Kruze Dirken, eine. Welche Buffen habe ich denn jetzt eigentlich an? Das ist jetzt der Ghoul-Töter. Na, das Kampfgewehr. Ich will den Ghoul-Töter haben. Ui, schau mal, die Muni geht auch schon mal langsam weg. Huha. Wir hatten ja 1500 Schuss oder so. Ja. Hatten wir. So eine Vase. Boah, da ist so viel glumpert am Boden allein schon. Dass man sich wieder die Möglichkeit hat, alles zu übersehen. Oder vieles eben. Hallo? Hallo? Eine Laborstation? Im Supermarkt. Ja, warum nicht? Was haben wir da noch Schönes? Einen Spüllappen. Katzenbilder. Aha, was ist da? Na, nicht der Ernst. Jetzt muss ich wieder die Rüstung ausziehen. Das ist so dumm. Na gut, dann bitte. Wenn die es wollen. Was haben wir denn jetzt da? Kann ich einfach den Sessel wegtreten? Sally. Aufgrund zahlreicher Kundenbeschwerden in den letzten Monaten informieren wir Sie mit schweren Herzens darüber, dass wir Sally entlassen müssten. Nicht müssten, sondern mussten sogar. Die ist jetzt weg, genau. Ihnen ist vielleicht außerdem aufgefallen, dass die neue Espresso-Maschine endlich da ist. Bis wir Platz in der Küche haben, wurde die Espresso-Maschine auf Sallys Schreibtisch montiert. Sehr nett. Viel Spaß damit, Management. Na, fein. Espresso-Maschine. Wir wissen, dass viele Mitarbeiter wegen der lauten Klickgeräusche besorgt sind. Was? Die Espresso-Maschine von sich gibt. Leider wird es noch 2 Wochen dauern, bis wir die Maschine austauschen können. Offenbar passt die bestellte industrielle Halterung nicht in unsere Küche. Wir suchen derzeit nach einem Unternehmen, das ein paar Wände einreißt, damit wir genug Platz für die Halterung haben, bitte. Wir bitten um ein wenig Geduld, Management. Ja. Aha. Du also, ne? Da war quasi Sally, ne? Das war Sallys Schreibtisch. Alles klar. Naja. So, das nehmen wir noch mit. Und der steigen wir rein. In unsere zweite Haut. Ruck. Dab, dab, zack, zack. Zu die Hitten. Passt wie angegossen. Da haben wir noch so einen Dingens, einen Ventilator. Ich habe ja schon schönere Bombenkrater gesehen. Das ist wieder sehr nett, Hancock. Wieder sehr... Hoppla, falscher Knopf. Also Knopf schon richtig, aber zu wenig lange oben geblieben. Damit wir Licht haben. Was haben wir denn hier noch Tolles und Schönes? Einen Kürbis, Schnapsgläser, jawohl. Ich bin von der Seite rein, alles klar. Wäre es vielleicht noch gut, wenn da hinten schon fertig ist, die Quest, dass wir hier vielleicht noch reinschauen. La la la, la la la, la la la, la la la, la. So. Geschafft. Geschafft. Boah, ein großer Raum. Da ist sicher was gestorben. Fuck, Hancock. Alter, der rennt da gleich mal durch, ne? So viele Millionchen? Ja, ob die noch zum Essen sind? Keine Ahnung. Nuka-Cola-Fläschchens. Jawohl. Hier ist leider keine mehr.
ist noch eine Tür. Super. Och nein, der Part ist auch gleich zu Ende, weil ich so gedrödelt habe. Wie schön. Das dachte ich, der steht auf. Was? Also so. Bäm, der ist mal weg. Du auch. Du schierche Watschka. Was? Wo? Wer haut mich? Alle? Alle. La 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 la. La 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 la. Supi. Nicht mal schauen kann man mehr da, oder Hancock? Was sagst du dazu? Wer liegt denn da? Minutemen! Wieso liegst denn du, Hindiger, hier? Scheiße. Das war nicht super. Hätten wir noch einen Verbündeten mehr gehabt. Was liegt da? Steamback. Da steht irgendwas auf. Ich hör's. Da drüben. Jetzt hab ich das halt. Oh! Gar nicht gesehen. Ah, geht schon noch. Registrierkasse, da ist gar nichts drin. Null. Nix da. Ein Fuß. Den braucht man nicht. Und so funktionieren noch gut. Ah, da ist noch was. Boah, ey, das sieht man fast gar nicht. Wie gemein. Hallo? Hier ist der Putztrupp. Ist hier jemand gestorben? Nein. So, lala. Niemand gestorben. Niemand gestorben. Nein, nein, nein. Was übersehen? Fast. Dam, dam, dam. Gehen wir auf die Seite. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Schnell da durch. Duschen, ja. Da, 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 da. Dadam, didldam. Da haben wir auch noch was. Dadam, didam, didam. Ihr auch. Einkaufswagen, Fußball. Yeah. Jetzt neu. In ihrem Regal. Ah, nein. So, Kochpfanne im Mülleimer. Super. Alter. Hast du wahrscheinlich geglaubt, die Absperrung hilft dir, oder was? Oder, na, der ist einfach so wahrscheinlich schon beim Einkaufen leider Gottes. Na, also. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown. Du hast eine Ausgabe von Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Junktown gefunden. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Super. Coole Mögenbücher. Mit uns Joker? Redet ja normalerweise niemand. Ich hatte damit nie Probleme. Ah. Lali, lali, la. Mann, das ist wohl viel zu groß. Ah. Auf ist ja ekelhaft. Hast du es gerade gesehen? Weh, der ist da von da oben. Puh. Echt schlimmer als Zombies schon bald, diese Ghule. Ekelhaft. Ekelhaft. Meinst du nicht auch, Hancock? Ich bin voll dafür ekelhaft. Du bist natürlich nicht hässlich, nein. Du bist ja ein ganz hübscher Ghoul. Was? Du bist ja ein ganz hübscher Ghoul. Ich, Depp, hab den Einkaufskorb, glaube ich, drüben vergessen mitzunehmen. Zu nehmen, lalila. Das war's? Da ist sonst hier dabei im Eck nix. Da ist noch was. Da, Tellerchen. Noch mehr Tellerchen. Da, 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 da. Erste-Hilfe-Köfferchen. Na komm, auf. Na. Der ziert sich halt wieder. So, jetzt. Das wär's. Yeah. Da hinten eine Kochplatte. Dinner-Teller. Achso, dann wollte er gerade abspülen. Ja, dazu ist er nicht mehr gekommen. Passt, haben wir mehr Klump für uns. Passt, ich glaube, das war's. Boah. Das ist sicher, ist das nicht so ein Eisdings? Boah, das ist ein leckeres Eis, wäre fein. Vanille oder so. Boah. La la la. So. Aber dann würde ich ja mit vollem Mund sprechen. Das wäre auch nicht schön. Dann würde ich es anhören wie beim Quina. So ungefähr, so kleine Sinne. Wobei er eigentlich die Zunge draußen hat. Ja, genau. Ja.
Wer zum Teufel ist jetzt Quina, ne? Final Fantasy 9. Mehr sag ich nicht. Der Rest ist nämlich ein Geheimnis. Was man nur entdecken kann und erfahren kann, wenn man sich das Let's Play anschaut. Ja, ja, ja. Dam, da, dam, dam, da, dam. Die, dam, dam, die, dam. So, hier drinnen irgendwas? Hallo, ho. Nein. Nichts unterm Tresen versteckt. Keine Bonbons. Ja, da war mir im Weg. Was soll ich machen? Einkaufswagen mal wegschupfen. Was ist das? Schaut verdächtig aus, ist aber nichts. So, da haben wir noch so ein Körbchen. Da, umgefallene Zigaretten. Lebensnotwendig. Eine Mistekübel. Da ist nirgends sowas drin. Dann reißen wir die Tür ein. Hallo? Hier kommt das Ghoul-Entsorgungskommando. Meine Wenigkeit und der gute Hancock. Aber hier sind keine Ghule, die entsorgt werden wollen. Dafür haben wir hier nicht schon wieder. Mann, ey. Da, besser. Bitte, was möchten Sie denn? Ein Passwort. Welches denn? Ene, mene, mu. Das Passwort bist eventuell und ganz vielleicht du. Fangen wir an. Hier. Nein. 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 Scheiße. Wo wäre noch eins gewesen? Die Maske. Ja. Sag nicht, dass du so riechst. Ansonsten müsstest du... Was? Sicher rede ich so. Das ist ein steirischer Dialekt, du Mistding. Ja, aber hast du all das Wissen, ne? Das war ein Dialekt, vor 200 Jahren hat man so geredet, ja? 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 Ich bin ein Relikt, bitte. In gutem Zustand. So, nochmal. Alle guten Dinge sind drei, bekanntlicherweise. Ja. Sind wir erst beim zweiten Versuch? Nein. Also. Yes! Safe-Steuerung. Ja, gut, von mir aus. Das braucht sie eh nicht mehr. Das haben wir eh schon. Und Schloss deaktivieren. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Und verschlossen. Müsste jetzt passen, ne? Hoffentlich. Habe ich noch was übersehen? Na, waren die beide, ne? Einmal war der Safe und einmal Protektron. Protektron-Steuerung. Habe ich die jetzt auch gemacht? Naja, Einheit aktivieren. Persönlichkeitsmodus Standard. Standard. Ewig da. Jo, servus. Ich steige mal ein hier. Zack. Feind ist ja keiner, sonst hat Hancock ihn schon versucht zu erschießen. Servus. Grüß dich. Freut mich. Haben wir hier noch irgendwas zum Looten? Da ist Amonik. Ich schütze und diene. Das ist sehr nett. So, das schimmlige Essen. Nein, schimmliges Essen. Einmal, zweimal. Das will ich auch noch haben. Servus, Frau Ghoul. Da Einkaufs... Na, Licht. So, schon viel besser. So, lala, 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 lala. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Der Part ist gleich zu Ende. Da geht's wieder raus. Habe ich das vergessen alles? Bin ich doof? Nö, da war ich noch nicht. So ist das. Aber wir sind hier, glaube ich, noch nicht fertig, oder? Fehlt da nicht noch ein Ghoul? Irgendwo ist da noch einer, der erschossen werden muss, ne? Und zwar da. Da waren wir auch noch nicht drin. Da, ein Döschen. Ich mache ein kleines bisschen Überlänge höchstwahrscheinlich.
Höchstwahrscheinlich. Dafür tun wir hier fertig sein. Tun wir hier fertig sein. Ich brauche die Buffen. Ja. Oh, hoppala. Das war so eigentlich nicht geplant, aber effizient. Muha. So. Aus Versehen mal was richtig gemacht. Das kann schon mal passieren. War ja keine Absicht, dass man aus Versehen mal was richtig macht. Ja. Was? Das noch mehr. Wo kommen die Deppen jetzt her? Nichts wieder hergestellt, das hier noch war. Sind noch mehr? Wo kommen die jetzt bitte her? Das ist jetzt aber die Ghule, die wir schon einmal ausgeraubt haben. Schrecklich sowas. So, jedenfalls sind wir da drinnen. Da war ich auch noch nicht, oder doch? Doch, das passt schon. Hier nochmal rein. Meine Güte, das hört ja nicht mehr auf hier. Ach, Herrjechen. Aha, da haben wir was. Noch irgendwo, noch irgendwas. Wer bietet mehr? Niemand. Da eventuell eine Holzkiste zum Entsperren. Yes. Ja. Super. Öffne dich. Ja, Sesam, öffne dich. Du sagst es. So, jetzt waren wir hier, ne? Die haben wir jetzt fertig. Den hier noch nicht. Haben wir da noch irgendwas? Oh, Fusionszelle. Das war ein Fehler. Was? Was war denn da jetzt ein Fehler? Josh. Armer Kerl. Ich nehme dir das mal ab, ne? Du brauchst das, glaube ich, eh nicht mehr. Was? Zollstock. Aha. Da ist auch nichts mehr. Da ist, glaube ich, auch nur der Eimer hier. Gut. Perfekt. Das heißt, wir können uns wieder schleichen. Wir dürften hier fertig sein. Und das machen wir doch gerne. Das machen wir doch gerne. Da hauen wir doch gleich ab. Oh yeah. Das da drüben ist falsch. Da kommt der Hancock. Wir gehen da runter. Tralilalala. Und nichts mehr raus. Tschüssikowski. Didam, didam. Was? Was ist mit Todeskrallen? Ich brauche jetzt keine. Ich will mich nämlich porten. Zum Preston. Bericht erstatten. Das geht sich noch aus. Würdest du bitte laden? Mehr, schneller. Hopp, hopp, hopp. Hey, hast du kurz Zeit? Ich muss dir was sagen. Ach, Hancock, nicht jetzt. Was soll's? Mehr als Überlänge. Na klar. Ja, schieß los. Ja, danke. Ich weiß das zu schätzen. Hier draußen mit dir habe ich was erkannt. Bis heute bin ich vor den guten Dingen in meinem Leben meistens weggelaufen. Ich habe meine Familie und mein Leben in Diamond City zurückgelassen. Ich wollte mit dir einfach aus Good Neighbor rauskommen. Die Flucht vor mir selbst hat mich zu einem verdammten Ghoul gemacht. Aber mit dir fühlen sich die Dinge zum ersten Mal im Leben richtig an. An Weglaufen ist nicht mehr zu denken. Ich dachte, ich hätte Good Neighbor verlassen, um meinen Killerinstinkt ein bisschen zu schärfen. Aber ob es Schicksal war oder ein gottverdammter Zufall, ich bin bei jemandem wie dir gelandet. Ich habe aus einer der schlimmsten Siedlungen des Commonwealth eine Zuflucht für die Verlorenen gemacht. Für mich war das was Großes. Aber hier draußen mit dir habe ich erkannt, in welch kleinen Maßstäben ich gedacht habe. Und dass mein Weglaufen vor meinem Leben, vor mir selbst, vielleicht gar nicht so schlecht war. Läufst vor dir selbst davon. Vergangenheit zählt nicht. Aus bestimmten Grund weglaufen. Verlässt du auch mich? Mein Gott! Ach du Heilige! Was nehme ich denn da jetzt? Was hast du jetzt gesagt? Na, alles gut, aber ich muss... Na, verlässt du auch mich? Und wie lange dauert es, bis du irgendwann auch mich verlässt? Hey,
Die Dinge laufen halt so, wie sie laufen. Du musst dir keine Sorgen machen. Also, ich komme zum Punkt. Mit dir loszuziehen, das war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Als hätte ich einen Teil von mir gefunden, von dem ich nicht wusste, dass er mir fehlt. Was manchmal passiert, wenn man ein Ghoul ist. Wäre ich nicht mit dir unterwegs, würden wahrscheinlich in irgendeiner Gosse Rat-Kakerlaken an mir rumnagen. Du bist ein guter Freund. Danke, umwerben. Ach du Heilige, danke, beste Freunde. Bleib professionell. Sollen wir es probieren? Umwerben? Eine Partnerschaft mit einem Ghoul? Hast du in uns auch schon mal mehr als nur Freunde gesehen? Ist das so offensichtlich? Aber hey, du willst doch nicht jeden Morgen neben dieser Visage aufwachen. Das wünsche ich niemandem. Kann ich dir vertrauen? Schäm dich nicht. In dich verliebt, wenn du kein Interesse hast? Entschuldigung. Ah, das ist gerade cool. Aber Herzchen, ich stehe voll auf dich. Das ist meine Entscheidung und ich habe mich in dich verliebt. Solch ein Mangel an Urteilsvermögen bei dir? Aber ich sollte mich nicht daran stören, oder? In solchen Momenten weiß ich, dass es kein Karma gibt. Weil niemand wie ich so viel Glück haben dürfte. Komm, Liebling, bringen wir die Freakshow wieder auf den Weg. Aber durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Hancock hast du den Skill Isotoping erhalten. Ich finde das geil. Ich konnte nicht widerstehen. Echt. Ich konnte nicht widerstehen. Was ist, ob wir es nicht lesen können? Ich glaube, ich bin so. Ich board mich jetzt mal weg. Oder machen wir das beim nächsten Mal? Ach, na, machen wir das noch schnell fertig. Alter, ich schwitz gerade. Das ist ein Wahnsinn. Nicht schlecht, ja? Mhm. Wir machen keine Unterschiede zwischen Rassen oder weiß was ich. Hauttypen ist wurscht. Da kann man noch so viel Faltencremen etc. brauchen. Ist das cool. Ich habe diese lästigen Ghule erledigt. Ja, steh auf. Gute Nachrichten. Alter, voll mitten aus dem Schlaf gerissen. Wirklich? Das sind großartige Neuigkeiten. Ja. Mehr nicht. Passt, dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier, ne? Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, mein Schatzi Hancock ebenfalls. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.